Hallo, hier ist Mars TV. Sie sind jetzt weltweit zu sehen in unserer beliebten Sendung unterwegs in der Galaxis. Na, fast weltweit. Auf der Erde ist unsere Sendung verboten. Aber wir kommen am liebsten auf die Erde, weil dort passieren sehr seltsame Dinge, über die wir gerne berichten. Deshalb sind wir auch jetzt wieder hier zu unserem Thema. So oder ähnlich hört es sich an, wenn Mars TV, das politische Straßentheater, unterwegs ist und alle Menschen befragen kann, die man sonst vielleicht nicht erreicht, auch Autoritäten. Mars TV ist ein politisches Straßentheater mit einem Moderator oder viel besser noch, wenn einfach mehr mitmachen und sich abwechseln können, so ergeben sich ungeahnte Wirkungen, die wir in diesem kleinen Streifen genauer erläutern wollen. Mars TV, jederzeit anwendbar, man braucht nur sehr wenig Material, es geht fast immer so aus der Situation heraus. Mars TV braucht mindestens 3 Leute, besser mehr. 2 müssen den Bildschirm halten, es reicht aufgemalt auf ein Bettlaken. Alle müssen skurril aussehen, es muss seltsam rüberkommen. Und dann Fragen stellen, selbst seltsame Fragen, wie in einer zackigen Talkshow. Aber sogar noch besser, denn hier kann gefragt werden, was auf der Erde sonst normal ist. Warum trägt Mensch eine Uniform? Wie, was ist ein Befehl? Warum muss man in einem Kaufhaus bezahlen, obwohl es dort ganz viel gibt? Und wenn eine Person befragt ist und die Antworten nicht mehr so richtig zackig sind, dann sucht man sich einfach die nächste, stellt die Fragen weiter, gräbt immer tiefer, fragt immer mehr nach dem, was sonst normal wirkt. Und es passieren dann ganz viele seltsame Dinge. Warum muss man in einer Straßenbahn eine Fahrkarte kaufen? Die fährt doch auch sonst, ohne dass man diesen Zettel dabei hat. Die skurrilsten Antworten auf solche Fragen sind das Übliche. Mars TV kann Dinge hinterfragen, kann dort eingesetzt werden, wo man sonst nicht so ohne weiteres hinkommt. Mars TV ist offensiv. Mars TV kann dort hin, wo es brenzlig wird. Warum greifen Sie jetzt zum Knüppel? Macht Ihnen das Spaß? Macht das anderen Spaß? Kann man selbst dann noch fragen, wenn die Polizei kurz vorm Zuschlagen ist. Das macht einem nicht nur Freunde. Die Polizei ist häufig selber auch sehr rempelig gegen Mars TV. Aber das ist lange nicht das Ende. Warum prügeln Sie jetzt? Bringt das irgendetwas? Kann man die prügelnde Person oder am besten einfach jemand anders fragen? So wird Mars TV hin und her geschubst, immer wieder weggedrängt, aber kommt immer wieder. Das ist die Stärke von Mars TV, auch an den brenzligen Stellen noch eine Idee zu haben, wie man dort verwirren kann, wie man dort thematisieren kann, wie man dort politisieren kann. Mars TV bietet von daher durchaus auch eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten, die bisher für politische Aktionen kaum erreichbar schienen. Das hat manchmal mehr Hintersinn, als die Polizei vermutet. Die Bilder zeigen Gehen Dreck weg 2007. Mars TV nervt die Polizeikette an einer ganz bestimmten Stelle. Genau dort, wo Sekunden später der Durchbruch von den Gehen Dreck weg Aktivisten durch die Polizeikette erfolgt und viele Leute auf das Maisfeld gelangen. Das war geplant. Mars TV wühlt weiter in der Polizeikette, schafft Unruhe, schafft neue Löcher, dass immer mehr Leute durchkommen. Mensch, stelle sich vor, hier hätten mehrere Bildschirme und Mars TVs gearbeitet, wie viele Leute dann noch mehr durchgekommen wären.
Das geht eine ganze Weile noch so weiter. MaaStV hört nicht auf. Hinten laufen die Leute schon weg. MaaStV rührt weiter rum, bindet sehr viele Polizeibeamte. Die schubsen und drängeln, sind inzwischen nervöser. Aber MaaStV macht weiter und so können nebenan immer weitere Leute durchbrechen zu dem Maisfeld. Das ist durchaus eine Idee von MaaStV. Es ist ein sehr, sehr offensives Mittel, um gegen die Repression anzukämpfen mit Dingen, die die Repression nicht recht angreifen kann. Denn wie wird man mit einem MaaStV-Team fertig, was selbst eine eigene Festnahme ja noch filmisch umsetzen würde? Die nächste Szene. Eine MaaStV-Reporterin, selbst auf dem Weg zum Feld, wird von der Polizei eingefangen und zurückgeschleppt. Typisch für MaaStV, das stoppt nichts. Den gesamten Weg zurück interviewt die MaaStV-Reporterin den Polizisten, der sie vor sich hinschiebt. Und immer wieder das Gleiche, Fragen stellen, das seltsame Mikrofon, hier ein Maiskolben unter die Nase halten, einfach immer weiter senden. Das kann man sehr lange machen. Es haben schon MaaStV-Reporter so lange gefilmt, dass sie selbst im Polizeigewahrsam noch stundenlang weiter gefilmt haben. Bei Verhören haben nur sie die Fragen gestellt und immer gesendet, was die Polizei häufig fast in den Wahnsinn getrieben hat. MaaStV war schon dabei, bei der Bundestagswahl bis ins Wahllokal. Beim Castor gegen Räumpanzer oder auf den Schienen. In Göttingen gegen allzu viel Polizei. Oder in Groß-Lüsewitz vor der Agrobiotechnikum und den Genversuchslaboren. Das aber sind nur wenige Beispiele für viele. Man kann das auch abwandeln. Es gibt in Berlin ein Mieter-TV, was den Hausverwalter nervt, gleich nach dem gleichen Schema. Und so gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Ideen, die erst noch erfunden werden wollen. Wir freuen uns über weitere spannende Bilder. Wieso belästige ich den Mann? Martin, muss ich sagen, ist mein Kollege. Arbeit auf eine Kamera. Alle Presseleute haben Kameras, habe ich gesehen. Er hat auch eine Kamera. Sind Sie von der Presse? Nein, er ist von der Polizei. Ach so. Und warum hat die Polizei auch Kamera? Der Ton ist ganz leise. Also, wer ist denn, was ist denn ein Polizeikamera? Ja, aber ich verstehe es nicht, ich komme vom Mars. Ich habe keine Ahnung, was eine Polizei für was. Und es gibt keine Polizei. Wir haben auch keine Führer, keine Chefs, wir haben niemanden, der uns sagt, was wir machen sollen oder was wir nicht machen sollen. Was ist denn Polizeiführer? Warum denn? Ist ja jetzt nicht so schlimm, ich stelle ihn ja nur da. Der Ton ist ganz schlecht, können wir den Satz mit dem Volllaber nochmal haben?